Sind wir drauf? Dies, das, Agro TV, Berlin, hier bei der Graffiti Box, Summer, bla bla bla. Da sind 1 Million Graffiti-Künstler Auftritte, aber das vergessen wir mal, weil hier habe ich den Main Man aus Hamburg, der Lars Unlimited. Sag mal Tag. Guten Tag. Und alles klar bei dir? Ey, bei mir ist alles bestens, bei dir? Ja, kennst du ja immer, bei mir gleich, immer gleich. Nur ein bisschen Hektik so. Hast arbeiten, da hast kommt der Kameradmann, heute? Zieht mich raus aus der Arbeit, stärkt hier, wir müssen arbeiten, da muss ich eine halbe Stunde auf dich warten. Da muss ich eine halbe Wie, Stunde eine halbe Stunde auf mich warten? Natürlich, Dicker, ich habe eine halbe Original, eine halbe Stunde auf dich Echt? Gewartet. Echt, halbe Stunde? Alter, ja, Mann. Boah, ich dachte, ich hätte Stunde Zeit gelassen. Soll ich sagen, was ich schätze? Es geht ja eigentlich nur um dich. Am 26. kommt dein Album raus. Richtig. Warte mal, schwarzes Buch, Black Book, wa? Warum Black Book? Weil, also A, ist es eine geile Weiterführung. Mein letztes Album hieß ja Backpack Inferno, so weißt du, ja. Eben, wenn du ein Backpack aufmachst, da drin ist das Black Book. Und in dem Black Book findest du halt die Essenz von dem Style, von dem Hip-Hop-Dude, so weißt du, ob ja. Das halt irgendwie der Graffiti-Style ist oder ob das die Texte sind. Wir haben alle im Black Book angefangen und ich wollte halt mit dem Album wieder direkt zurück auf diese Essenz gehen, deswegen Black Book. Also, wir hatten auf der ersten Single ist Flair gefeatured, die Single heißt Star Wars. Hier, ich bin das Gegenstück zu all den Gangstern und Street-Dudes. Mein Flow läuft ignoranter durch als jeder MPC-Beat-Dude. Das ist kein Mitte der 80er, Anfang 90er Thema. Ich nenne es 2000 Lakes, die neue goldene Ära. Die Leute kennen das jetzt auch schon, haben das wahrscheinlich sich angeguckt. Ist doch schon gelauncht worden, ne? Ist doch schon gelauncht, oder? Richtig, richtig, ist schon draußen. Und ansonsten habe ich noch einen Track gemacht mit Mo Mitchell. Mo Mitchell? Ja, Mo Mitchell, ja. Der Sänger von Optik, oder? Genau, von auch Savage, Backup-MC und Sänger und für mich persönlich auch bester Soul-Sänger hier in Deutschland. Deswegen Peace an Mo Mitchell. Naja, bei mir ist so Jay Love und dann kommt Bentia oder eher gesagt Bentia. Jay Love ist auch weit oben, aber ich finde so Mo und Jay Love sind auf jeden Fall. Also von männlichen Stimmen auf jeden Fall. Ja. Mo Mitchell. Wer noch? Warte mal, lass mal kurz hier die Pieces angucken. Wie findest du das? Ja, schlicht, aber haut rein, wa? Sag das, was das haben will. Die Outlines fehlen ein bisschen, ansonsten ist ganz geil. Vielleicht ist das jetzt dieser neue Style, so keine Outlines machen. So. Hast du auch mal gemalt? Nee, weißt du, kennst du dieser Typ, der so einen auf Gangster macht und mit der ganzen Sprüher-Crew hinterherläuft? So? Das warst du, die, ne? Machen den Peace, ja. Und dann am Ende kommst du hin. Ich mach's den Take darunter. Guck mal, das Ding ist so, dieses Image, was ich jetzt habe mit diesem Backpack-Ding, so, weißt du, wo die Leute mich anschreiben, ey Lars, du Backpacker. Das ist ja das, was ich immer repräsentiert habe. So, ja. Wenn man quasi so ein Hip-Hop-Fan ist und quasi die ganze Zeit darauf auch sich immer wieder beruft, so, dann ist das ja das geilste Image, was man haben kann. So, weißt du? Von daher fühle ich mich bestens. Das fand ich auch gut in dem Video mit Flair, diese Star Wars, dass du im Zug sitzt. Und ja, aber guck mal, weißt du, wenn ich jetzt das Geld hätte auf der Bank, so, weißt du, dann würde ich vielleicht auch darüber rappen auf einmal. Dann würden die Leute sagen, er ist nicht mehr real. Aber ich rappe im Endeffekt immer über das, was in meinem Leben halt passiert. So, weißt du, wenn ich das Geld nicht habe, um mir halt solche Wagen zu kaufen, dann fände ich es halt auch einfach behindert, darüber zu rappen. So, weißt du? Deswegen mache ich das halt nicht. Deswegen sitze ich in der Bahn, weil ich auch mit der Bahn fahre. So, weißt du? Und natürlich, weil es da halt auch nochmal dieses Bild unterstreicht, der Backpacker. So, weißt du? Er kommt natürlich mit der Bahn. Aber ganz ehrlich, würdest du mir jetzt da vorne einen AMG hinstellen und sagen, hier, Lace ist deiner, dann würde ich auch schnell Führerschein machen und ab dafür. Und am 26. kommt dein Album. Jetzt eine, kommt noch eine Single oder ist das jetzt die einzige Single? Nee, es kommt noch eine Single und zwar heißt der Track Respect und da habe ich so quasi einmal alle Rapper, die für mich persönlich wichtig waren und die auch für das deutsche Hip-Hop-Ding wichtig waren, namentlich erwähnt so und habe einfach mal so diese Deutsch-Rap-History auch aufgearbeitet und einfach mal versucht, so eine richtige Deutsch-Rap-Hymne zu machen. So, weil wir haben einfach, das ist so eine geile Sache und es wird immer so tot geredet, so weißt du, und ich wollte einfach mal den Leuten zeigen, nein, Alter, das ist geil. Hört sich geil an, die Idee auf jeden Fall. Genau, Respekt. Wir sind natürlich, also ich ganz speziell und halt die Leute um mich herum, mein Team, so, wir sind hart am Arbeiten dafür, dass das Ganze jetzt wirklich nach vorne geht und dass die Leute auch mal wahrnehmen, so ey, Lars Unlimited, so früher dachte ich, er wäre nur dieser komische Comedy-Rapper, der halt mit seiner Brille um die Ecke kommt und da irgendwie auf hey, hey, hier und hey, hey, da macht, so weißt du? Und ich will, dass die Leute wirklich merken, dass ich hier einer der besten Rapper in diesem Land bin, so, weil ich sehe mich persönlich da und ich will, dass alle anderen das halt auch merken, so. Und bevor ein Film und ein Buch rauskommt, so weißt du, geht es bei mir jetzt erstmal darum, den Leuten das zu beweisen. Alter, wenn jetzt ein Rapper kommt und sagt, ey, du sagst, du bist der Shit, Alter, ich habe einen längeren Schwanz als du, würdest du den Schwanzvergleich machen? Ja, aber nur, wenn der Rapper auch relevant ist, so, weißt du, also, oder wenn ich so das Gefühl habe, so, ey, so, wenn man mit dem battelt, so, den kennen die Leute auch, weißt du, was bringt es mir, wenn ich jetzt halt mit einem kompletten No-Name-MC battle, so, weißt du, weil dann hat der im Endeffekt mehr zu gewinnen als ich, so, weißt du, ja, genau. Das haben mir die Leute ja auch bei dem Battle, was ich letztes Jahr angefochten habe, so, haben die mir das ja auch vorgeworfen, aber ey, so, weißt du, ich gehe hier hin, Alter, ein Interview jagt das nächste und ich trete hier nicht mal auf, so, also, was wollen mir die Leute erzählen, Lars Unlimited hat keine Karriere, so, weißt du? Nein, wir kennen dich nicht. Nein, wir kennen dich nicht. Wir mixen
Jeder will ja wissen, so wie deine ersten Schritte sind. Richtig. Und dann kennst du ja diese Motherfuckers, die nur darauf warten, dass du stolperst. Natürlich, das gehört ja auch zum Rap dazu. Ich hatte das so letztens, da kam wirklich so ein 17-Jähriger und er wollte die ganze Zeit battlen. Lass mal Freestyle battle, lass mal Freestyle battle. Und irgendwann, als ich dann kurz Zeit hatte, okay, dann pack doch mal aus. So. Und dann haben wir natürlich kurz gebattelt. Das war für ihn dann halt unangenehm, weil ihn seine Freunde nach 4 Bars ausgelacht haben. Oh. Aber ja, wir haben das dann natürlich noch geregelt. Ich meinte dann auch, ey, das ist doch Hip-Hop so, weißt du, das ist doch cool. Die Leute gehen raus, so, weißt du, man sagt so, da ist einer, der sagt, er ist der Shit, dann kommt irgendeiner und testet das. Genauso war es bei früher, als ich, halt ganz früher, als ich angefangen habe mit Stammtischklick, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, so, weißt du, das waren halt, da habe ich im Endeffekt genau das halt gelernt, so, weißt du, dass wir sind immer auf die ganzen Jams und Konzerte gegangen und wenn da ein Rapper war, der gesagt hat, so, ey, ich bin der Shit, so, dann sind wir auf die Bühne und haben den halt getestet, Freestyle-mäßig, so, weißt du. Und von daher, ich bin gespannt, ich bin jetzt auch bald auf Tour, mach mal Freestyle-Tour. Dates könnt ihr abchecken auf www.larsunlimited.de. Also du hast noch keine festen Dates? Doch, doch, ich habe feste Dates, aber jetzt nicht alle im Kopf, so, weißt du? Deswegen sollten die Leute das einfach mal auf der Seite abchecken. Und ja, da können sich die Leute auf jeden Fall mal ein Bild machen, wie Lars Unlimited live rappt. Und ja, das werden sie auf jeden Fall sehen da. Ich wird auf jeden Fall lustig, Alter. Bist ein lustiger Typ und dann, kennst du ja, Alter, ein paar Mal schon bei dir übernachtet. Auf jeden Fall macht es Spaß mit euch. No homo. No homo, ja, dass ihr es nicht denkt, so, weißt du, so, auf seiner Couch, auf seiner grünen Couch. Habt ihr die eigentlich noch? Nein, die grüne Couch haben wir rausgeschmissen. Harris hat sich auch schon über aufgeregt. Peace an Harris, ja. Ich versuche die Couch wieder aufzutreiben. Das nächste Mal, wenn du kommst, ist sie vielleicht wieder da. Beste Couch gewesen. Aber es war ja auch Davids Couch. Also so, die Schuld liegt bei David, nicht bei mir. Achso, was hat David damit gemacht, der Penner? Der hat die einfach vor die Haustür gestellt. Hä, vielleicht wollten die Nutten auch mal wieder sitzen, anstatt die ganze Zeit zu stehen. Ey, das sind Huren. Ah, okay. Hure. Du Hure! Ja, und was sagst du so aktuell zu diesem ganzen Musikbusiness heutzutage so? Letzten Endes, wenn du wirklich erfolgreich sein willst, auch über längere Zeit, musst du immer noch Qualität liefern. Das ist einfach so. Peace! Schleichwerbung! Wir sehen uns nach der Werbung. Peace! Schleichwerbung für Lars Unlimited. Seine geile CD, die Hammer, die am 26.08. rauskommt. Die übergeilste CD überhaupt. Wenn ihr sie haben wollt, dann geht sie auf jeden Fall kaufen oder bestellt sie jetzt schon bei Amazon oder Backspin. Okay, reicht. Super. Ich versuche das auch mit Taten und mit meiner Geschichte zu untermauern. Ich erkläre ganz viel auf dem Album, was meine Geschichte ist, wo ich herkomme, was ich alles gemacht habe, wie ich angefangen habe. So. Okay. Weil das wissen viele Leute nicht. Die denken halt, ich komme irgendwie aus dem Nichts und behaupte jetzt solche Sachen. Nein. So, da steckt eine Geschichte hinter und das will ich den Leuten begreiflich machen. Und okay, glaube, ich glaube, langsam kommt es an. Man sieht also es ja nichts Palaver, sondern du hast noch was dahinter. Richtig. Okay. No homo. No homo. Was los? Hast du Homophobie oder? Naja, sagt man doch so. Ich habe gehört, es ist 2010. Sorry. Mein Album Black Book ist komplett produziert von einem Produzenten und zwar von einem der heißesten Jungen momentan da draußen, 7 Inch. 7 Inch? 7 Inch. Hat er noch was anderes produziert, was ich denken kann, so was er gemacht hat oder nur dich bis jetzt? Der hat eine Menge gemacht. Der hat unter anderem hat er das letzte Frankie Kubrick Album fast komplett gemacht. Ich glaube, okay, bis auf 2-3 Ausnahmen. Der hat in der Schweiz mit Blick zusammengearbeitet. Das Album ist sogar Platin gegangen. Ja. Der war, glaube ich, auf den letzten aktuellen Deutschrap-Releases, fast auf jedem Album wirklich drauf. Also von Cars bis zu Haft. Ey, filmt mal die Mädels hier, weil die wollen gerne da rein. Machen immer so diese Schnute, diese Entenschnute. Nee, aber das ist normal Standard bei mir, aber sorry. Genau, 7 Inch. Er hat eine Menge gemacht und er wird noch eine Menge machen. Und ihr werdet das auf jeden Fall in den nächsten Monaten hören, ja, wenn ihr Black Book auf Repeat zu Hause habt. Denn ab dem 26.08. ist das Ding im Laden. Und da du und du es euch bestimmt besorgen, werdet ihr eine Menge Spaß damit haben. Und hat David für dich Fotos gemacht so für dein Album oder hast du jetzt jemand anders engagiert? Klar, David hat Fotos gemacht und auch mein Homeboy Erik Mierbach. Peace an Erik und Peace auch an David. Das nächste Mal nicht so böse Kommentare, sonst nie wieder Fotojob. Aber mit David ist alles super. Halt, Alter, grüß ihn auf jeden Fall von mir. Na klar. Dann Butcher kennt auch alle Leute. Butcher kennt sie alle. Was? Bist du so rumgekommen, Butcher? Ich? Ja. Ey, du weißt du, so Imperium aufgebaut, das Imperium musste weiter verbreitet werden. Okay. So. Die zwei Großen konnten nicht alles alleine machen. Außerdem musste ich auch noch den King-Shit, GBZ-Stoff an Mann bringen, weißt du, was ich meine? Was geht bei dir in der Zukunft? Wie sind die Pläne? Einiges, Alter, einiges. Sehr viel geplant auf jeden Fall. Okay. Jetzt, wenn du den Leuten was sagen willst, weißt du, wir machen am Ende eine Ansage so. Wenn du den Leuten irgendeine Message rüberbringen willst, weißt du, so, keine Ahnung, ist kein gelben Schnee oder sowas ähnliches, so. Dann soll ich das jetzt tun? Hast du jetzt Zeit. Und danach machen wir Taschenkontrolle. Lars Unlimited,
Und ich bin in deiner Top 5 ab jetzt. Ja, nix Top 10, Top 5, Motherfucker. Guck mal, wir suchen uns jetzt ein kleines stilles Örtchen, weil ich mache jetzt Taschenkontrolle immer mit. Kannst du auch hier machen, ich hab nichts Verbotenes dabei. Hast du nichts Verbotenes dabei? Ich dachte, jetzt kommst du jetzt hier mit bei. Guck mal hier, Packung Kippen. Kippen, zerfleddert für die Reste zwischen den Zähnen, als Zahnstocher benutzt. Dann ganz wichtig, Kaugummis. Ich nehme immer diese orangenen Airwaves. Und? Guck mal hier. Andersrum. Oh! Sowas hat der Backpacker in den Taschen. Nein, du hast ja nicht deine große und Tasche dabei. Noch das Handy. Guck mal, es sind schon wieder 4 Twitter-Announcements. Gucken wir mal. Ihr könnt jetzt mal rein. Live dabei sein. Guck mal rein, Twitter. Ihr könnt live Twitter dabei sein, während ich retweete. Und na, guck mal, er macht jetzt gerade einen Tweet, Alter. Was denn? Hier, Buddy MC schreibt, war nie ein Fan, aber die neuen Sachen belehren mich eines Besseren. Ist ein Retweet wert, finde ich. Gehen wir nicht mal direkt schlecht, auf Dingens retweeten. Gucken wir mal noch einen. Vielleicht hast du ihn jetzt gerade dazu gebracht. Dann hier, halt die Fresse. Fragezeichen. Release Date. Noch Kohle für die LP, also mehr von diesem Gratis-Stuff. Die Leute wollen immer alles gratis wollen, haben. Natürlich umsonst, Mann. Finde ich, besten ist kein Retweet wert. Gestern. Aber Kringel King ist eigentlich ein guter, er schreibt öfter. Blackbook, mega geil, ist auch auf jeden Fall Retweet. Hammer. Zack. Und nicht zuletzt, er hat deutsche Worte geschrieben, Graffiti Box Jam, wunderschönes Interview mit Lars Unlimited und 7 Inch gemacht. Ich finde, das ist auch ein Retweet wert. Und das allerletzte ist noch, Blackbook wird Bombe, 2000 Lays. Das unterschreibe ich auf jeden Fall mit dicken roten Marker. Also ihr seid live dabei. Der Lars Unlimited ist immer online. Genau, geht auf meine Seite www.larsunlimited.de und am 26.08. gibt's Blackbook. Es ist an der Zeit, die Wende einzuleiten. Eine Wende zum Guten. Zurück zu den Wurzeln und der Essenz dieser Musik. Lars Unlimited, Blackbook. Yeah. Erst ich nach der Werbung, ich und Lars Unlimited hier mitten in der Crowd bei der Graffiti Box. Damien Davis auf der Bühne, beziehungsweise auf der Box. Über King Shit. Hier geht's schon seit 14 Uhr ab. 1 Milliarde Menschen, Rapper, alle die hier sind. Lars, du hast das Endwort heute. Hey, ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Lars Unlimited, Fat Lace, Blackbook, 26.08. Peace. Okay, hier dabei. Ich geh Party machen. Yeah.